So, und damit herzlich willkommen zurück zu Papers, Please. Es geht weiter mit dem Grenzkontrollensimulator. So, wo sind wir denn hier? Die Wahrheit von Azotska. Import setzt Handelssanktionen in Kraft. Okay. Ich weiß gar nicht, wie weit wir waren. 11. Dezember. Der Inspektor müsste jetzt auch irgendwann, glaube ich, mal wieder kommen. Das sind wir. Oh, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Hallo? Danke für das, was du gestern getan hast. Was habe ich denn gestern getan? Ich bin mir nicht mehr so treffsicher wie früher. Ach, da ist wahrscheinlich einer hier rübergerannt und den haben wir erwischt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So, hier ist unser schöner Schlüssel. Inspektor. Impor hat seine Grenzen für Importe aus Azotska geschlossen. Auf Anfrage des Ministeriums für Handel wird das Ministerium für Grenzschutz auf diese lachhafte Schikane in angemessener Weise reagieren. Alle einreisigen Wille aus Impor sind abzuweisen. Jawohl. Schusswaffengebrauch. Das kennen wir ja schon. Ach ja, um die gesuchten Kriminellen. Die behalten wir mal hier. Machen wir mal den Schlüssel. Den tun wir mal dahin. Also alle aus Impor werden abgewiesen. Gut. Na dann. Alex, da bitte. Papiere bitte. Impor. Ja, das ist wurscht, was du willst, denn du wirst abgelehnt. So, auf Wiedersehen. Hä? Oh, da hätte ich jetzt vorher, weil der Grund war ja nicht da. Ah, verdammt. Das ist natürlich blöd. Was will die denn hier? Aha. Impor, Obristan, Azotska. Nada Tosinovic. Das ist keine Verbrecherin. Wo kommt die her? Vereinigte Föderation. Vereinigte Föderation. Das sieht gut aus. Schungelten. Aha. Zum Glück habe ich nochmal geguckt. Das heißt nämlich Schingelten und nicht Schungelten. Davon weiß ich nichts. Oh. Okay. Machen wir es so. Verhaften wir sie einfach, es gibt Geld. Papiere bitte. Ey, ich kenne dich doch, Sosbirsk. Ich habe viele Jahre lang mit deinem Vater zusammengearbeitet. Was warst du damals für ein kleiner Rotzlöffel? Jo. Okay. Paradisna, Jensa, Moletzki. Das passt auch. Paradisna, weiblich. Die ist ja aus Azotska. Nee, wo ist die Karte? Da ist die Karte. Paradisna. Jo. Ich hoffe, ich habe jetzt da nichts vergessen. Jo, okay. Papiere bitte. Das ist ja eigentlich ziemlich wurscht, weil du siehst mir doch ganz genauso aus wie der hier. Sie haben einen, ich mag ihren Ton nicht, ich mag deinen auch nicht, also weg mit dir. Sowas. Versucht sich hier unser Land zu schleichen, ich glaub's hackt. Papiere bitte. Noch ein kommen ganz schön viele Azotskianer in letzter Zeit. Wett Tomasz Kunarek.
Ach, Moment. Aha, ich wusste es doch. Und tschüss. Es geht irgendwie schneller, den einfach einzusperren, als den einen Grund draufzustellen, den abzuweisen. Obwohl, das ist ganz schön gemein, aber naja. Papiere bitte. Ich will zu meinem Mann ziehen. Aha. Einwanderung unbegrenzt. 8.1.83. Schingelten, diesmal ist es richtig. Elisabeth Noteska. 57 Kilo, 1,72, kinnlange Haare. 24.12. W. Ja, doch, das sieht gut aus. Machen Sie mir ja keinen Ärger. Oh, das hat bestimmt cool. Georgie! Da bin ich wieder. Jetzt sollte aber alles passen. Ich komme so vorbei, um nach dir zu sehen. Wir sind gute Freunde geworden. Auf jeden Fall. Ach, genau. Ach, Georgie. Was war denn los? Bist du zugenommen? Wie? Das ist eine traurige Geschichte, meine Frau, die kann wirklich nicht kommen. Aber wenn ich nicht aufesse, sitzt es was. Wir scannen mal. Oh je, das gefällt ihr jetzt vielleicht nicht. Ja, er gibt es schon zu. Er hat nämlich Schmuggelware. Da. Was ist das? Moment. Huch. Vorschriften. Nein, bleibt da. So. Drogen. Oh. Ich habe da so einen kleinen Nebenerwerb laufen. Lass mich durch, ich gebe dir was. Was genau? 10 Credits. Ich gebe dir 10 für einen kleinen Stempel. Das könnten wir jetzt machen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch gemacht. Aber wir wollen ja, ne? Deswegen. Sorry. Schon klar, verstehe. Drogen sind böse, nicht gut für die Kleinen, aber du machst deine Arbeit auch so toll. Also wir sperren ihn ein und er ist auch noch verständlich und versteht sogar warum. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich will arbeiten. 6 Monate. Hier blickst du bald nicht mehr durch hier. Kantova Architektur. Das sieht schon mal gut aus. Arbeit. Erste 6 Monate Kantova. Yep. 75 Kilo, 1,76. Männlich zum Kaido. Ach, Moment. Moment. Jetzt hätte ich ihn doch beinahe. Jetzt hätte ich ihn doch beinahe. Abgelehnt. Grund. Reingelassen. Dürfen wir natürlich nicht machen. Das wäre ja hier, also, ne? Freunde. Ach, die ist auch aus Impor. Ach, da brauchen wir gar nicht lange drum herum reden. Besuch. 60 Tage, jawohl. Alexander Stullichnaja. Oh. Sie haben ein interessantes Gefühl. Lassen Sie mich durch, sonst werden Sie es bereuen. Nein, ich glaube, dass du es bereuen wirst. Ich bin Beamter. Ich lasse mich nicht hier bedrohen. Ja? So, da wollte sich wieder zwei Kriminelle einschleichen. Ihr Sohn hat ein Bild für ihre Kabine gemalt. Juhu. 50. Wow. War richtig gut.
Es geht allen wunderbar. Komm, wir sparen mal wieder ein bisschen. Import beenden Sanktion. So schnell, was denn da passiert? Das Wetter. Nix. Oh. Oh, 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 oh. Der Chef kommt. Das Bild darf ich dann nicht aufhängen und das da sollten wir auch runternehmen. Das gefällt ihm gar nicht, sowas. So, dann warten wir mal, was er zu sagen hat, der Kollege. Weil persönliche Sachen am Arbeitsplatz aufhängen, das macht man nicht. Das geht nicht. Hallo. Okay, hey, mir wird ganz schlecht von dem Gestank hier. Hallo? Ich meine, Sie sind Ihre Leistung nicht vollkommen. Sie haben 8 Verweise, aber reißen Sie sich besser am Riemen. Und zwar sofort. Eine alte Freundin von mir kommt hier bald vorbei. Die winken Sie durch. Ihr Name ist Shay Piosowska. Dass ich von ihr ja keine klaren Hörer bekomme. Das ist Lebertotzka. Ach, was. Wenn der Chef sagt, die und die kommt durch, dann ist das so. Oder was? Ich schreibe mir die gerade mal auf. Shay. Shay Piosowska. So, was haben wir denn hier schön? Das ist noch was Schönes zum Hinhängen. So, dann können wir ja hier das hier auch wieder dahin hängen. Können wir so eine Kabine ein bisschen verschönern. Habe ich das letzte Mal auch gekriegt? Für Dienst nach Vorschrift. Das habe ich das letzte Mal nicht gekriegt. Was steht hier drauf? Ah, auch Dienst nach Vorschrift. Das ist ja geil. Ich glaube, wir könnten es hinkriegen. Ich kann mich nicht erinnern, das auch gekriegt zu haben. So, hier das schöne Bild von unserem Sohn. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Sieht aus wie eine Fliege oder eine Taube oder sowas. Aztoka-Held. Wir sind der Aztoka-Held. Mit Schwert und Pistole. Ja. Na gut, Schlüssel. Impor hat seine verfehlte Politik korrigiert. Imporean ist ab sofort wieder die Einreise gestattet. Heute wird ihm die Abteilungsleitung für den Distrikt, war er schon da, ausgesehen, erneut einen Besuch abstatten. Juhu! Er hat gar nicht gesagt, ob er wiederkommt oder nicht. Naja, egal. So, oh, 3 Frauen diesmal. So, unsere Vorschriften. Also Imporean dürfen wieder rein. Ja, wollen wir mal. Papiere bitte. Was ist der Zweck Ihrer Arbeit? Ein Jahr arbeiten. So wenig. So, Javier Kakarevinia. Was ist schöne Künste? Okay. Also bei diesen ganzen Dingen hier, da müssen wir immer mal gucken, ob das alles richtig ist. Das ist richtig. Das hier ist auch richtig. So. Ja, Werka Karabina. Okay, das sieht gut aus. Zum Kaido. Impor. Der darf ja wieder rein. Ein Jahr. Okay. Oh. Oh, was ist da los? Diskrepanz entdeckt. Mensch, Leute. Das können Sie sehen? Ja. Ich habe einen Scanner. Ein Nackenscanner. Schmuggler toleriert wir nicht. Wir. Da. Ach ne, der ist schon wieder. Ich will das nie haben. Ja? Oh. Da war ja. Irgendwie muss ich. Ja, da ist ja Gift drin. Nee. Scheiße, jetzt habe ich die Nachricht gar nicht gelesen. Na egal.
Kann man da eigentlich irgendwen umbringen? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Was, Christine? Ich will mal gerade was ausprobieren. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber vielleicht kriegen wir dann noch ein weiteres Ende. Warte mal, wie war denn das? Wenn wir das hier so und so, so und. Oh, das ist böse. Das ist böse, wenn ich das jetzt mache. Komm, wir riskieren es mal. Mal sehen, was passiert. Okay. Boah, ist das fies. Das heißt, irgendwer. So total. Oh. Das wollte ich nicht. Aber ja. Ups. Sorry. Ich weiß nicht. Was macht er? Oh. Okay. Scheiße. Warum wohl der Massenmord? Ja, und jetzt? Ach, einfach so. Aha. Scheiße. Was? Arrestbonus 15. Gut. Ach, der Sohn. Sobald der dem kalt ist, wird der krank. Das ist, ach, ich weiß auch nicht. Ja, hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen? Azotska bereit, an tägliche Verräter aufzunehmen.